Hallo und herzlich willkommen bei den Pistinktaler Schatzsucher. Grüße an alle, hallo, und da bin ich wieder, auch mit dabei, der Roman, der Schatzsucher. Ja, wir sind in einem schönen großen Feld, wie du siehst, wunderschön. Ah, da der Signal, schauen wir mal zu, wie zu hören. Hört sich gut an. Was zeigt da auf ein Signal? 71, 52, 86, schauen wir mal nach. Ja, da muss man reinschauen. Na, schauen wir mal. Schaf ist vom Ratschi. Ja, der ist lehmig, ist mir schon aufgefallen. Puh, aber so hart. Immer noch drin, ne? Ja, wir haben da einen schönen Pistinktal, ein lehmiger Boden. Nur nicht ärgern, nur wundern. Gibt's ja nicht. Feiner mit dem Pinpointer, mit dem großen. Zack, der ja, wie viel tiefer ist. Schon weggekommen. Ah, was haben wir denn da? Super, das ist wieder was Feines. Nicht sich. Ringwurm ist auch da, aber der war es nicht. Eisenhüttig ist er eh. Aber das war er nicht. Ja, hat wer einen Hunger? Regenwurm am Spieß. Das gibt's ja nicht. Da drinnen ist er. Da ist drin, ja. Ma. Ah, was haben wir denn da schöne? Zeig mal her. Amurdan. Ja, das war. Zeig her mal. Gleich her schauen, was wir da ausgezahlt haben. Dass die Leute sehen, was da aussehen. Da Leute, schaut mal die Murdan mal an. Wahrscheinlich von der Eisenbahn. Schiene. Ja, von den Waggons wahrscheinlich. Nein, da, die. Die können da sein. Ja, das ist halt. Schienen. Ja, ein Riesenmurder halt. Gut, Leute, auf zum Fund des Tages von mir.
So, hallo Schatten, grüß Gott, hallo. So, ja, jetzt gehen wir zu die Funde. Natürlich haben wir auch Schrott, auch ohne Ende, ist nicht so. Da haben wir Münzen, da habe ich was Cooles gefunden, und zwar das da. Schaut aus wie der Hockenkreuz mit einem Stempel. Hundemackerl. Dann drei Kreuzer. Knäpferln. Dann habe ich ein schönes Abzeichen gefunden da vom Pfarrer. Dann habe ich gefunden, da steht ABC 70952, was immer das ist. Ja, und das sind die Kreuzer alle, zwei heller und eine Silbermünzen alte. Da. Aber leider ein bisschen schon verbogen durch den Pflug aus dem 1680, Entschuldigung. Ja, das sind die Funde, wo ich halt gefunden habe. Nicht alle glauben, da ich dann jetzt Video machen dann. Wir haben jetzt nur Münzen ohne Ende ausgezahlt. Leilen, guckt einmal da rein. Schrott. Schrott, Schrott, Schrott. Ja, bei mir auch. Schrott ohne Ende. Ja. Das ist halt unser Fund. Wir schauen noch ein bisschen noch weiter noch. Da schaut ihr mal die schöne Gegend einmal an, da in schönen Pistingtal. Da drüben Seiten da. Da vorne da seht ihr mal Schatten, wo ich hinzeige. Dort sind viele Leute unterwegs mit Wandern, Wappen, Radfahren. Man sieht auch Kinder, so Wallfahrtskinder da mit den Fahnen. Ganz lieb da, also wirklich schön. Ja, das ist halt das Ding da, wie gesagt, Feld. Schauen wir mal noch kurz nochmal zum Roman. Zum Roman, der Schatzsucher. Schauen wir mal da. Hocht sie ganz gut da. Sicher so ein 70er, 80er wieder, ne? 82 bis 93. 82 bis 93, da schauen wir noch eine. Ja, ist schon draußen. Oh, der Fader. Fliegergeschoss auf Spitzen. Wahnsinn. Nein, das ist ein MG. Das ist von hinten, nein, ist eh vom Ding, vom Flieger hinten. Hinten ist hohl. Da ist eine gute Farbbomben. Wenn da hinterm Rand Zacken sind, ist es vom Flieger. Und wenn die Kerbung nach innen eingesetzt ist, vom Panzer. Kerbung geht innen rein, gell? Ja. Das Flugzeug von der MG-Flieger. 50er, Kaliber 50, glaube ich, ist das, gell? Mhm. Wahnsinn. So schaut's aus. Sehr gut. Weitermachen. So, Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.
Da wünsche ich noch einen schönen Tagerl. Ja, ich auch. Auch natürlich der Roman, der Schatzsucher. Lasst uns abonnieren. Daumen hoch. Lasst uns Daumen hoch machen. Genau. Dann tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und ich sogar tschüss und servus. Euer Pistingtaler Schatzsucher. Tschüssi und bye bye. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke und tschüss.